Domradio mit mir, Tommy Milhome, und es war ein beeindruckendes Fest und eine eindeutige politische Botschaft von 18.000 Menschen am Donnerstag. 30 Jahre A-Schuh in der Kölner Lanxess Arena. Arno Steffen hat alle 30 Jahre miterlebt und mitgestaltet und hat sich auch diesmal organisatorisch und künstlerisch engagiert. Zum ersten Mal war die Band Planche Malheur auf der Bühne. Sänger Juri Rother ist auch im Studio. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Hallo zusammen. Das Motto dieses Jubiläums ist ja A-Schuh, wachsam bleiben. Habt ihr den Eindruck gehabt, nach diesem Donnerstagabend der ausverkauften Lanxess Arena, dass die Leute wachsam sind, was Rassismus und Hetze angeht? Ja, wenn ich dich da jetzt mal vorgreifen darf, ich hatte stark den Eindruck, weil es gab doch wirklich sehr emotionale Momente in der Show, so nenne ich es jetzt mal. Da gab es einmal die iranische Fraktion, die da war mit dem Hit Beraye, mit Solang, die auf die Probleme im Iran hingewiesen hat. Das war sehr emotional. Die Leute sind da total mitgegangen. Rassismus gibt es nicht nur hier vor der Haustür. Nein, das ist weiß Gott nicht. Das ist klar, das ist richtig. Ja, Soli-Aktion für den Iran, das war was Besonderes. Diesmal bei A-Schuh. Die Leute sind also wohl kaum deshalb gekommen, weil es preisgünstige Tickets gab für Brinks, Föß und Höhner. Die Band Planche Malheur ist seit 2018, hat sie eine steile Karriere hingelegt, sonst wäre sie wahrscheinlich auch gar nicht eingeladen gewesen, die Kölner Surfpop-Band. Juri Rother ist dabei. Vor 18.000 Leuten habt ihr, glaube ich, noch nicht gespielt, oder? Wir haben schon mal in der Arena gespielt, aber man muss sagen, das war ja auch in dem Sinne kein Konzert, sondern es ging darum, Statements zu setzen. Und deswegen hatte ich auch das Gefühl, dass die Leute verstanden haben, dass es eben nicht 5-Euro-Tickets für Brinks, Casala und Co. sind, sondern dass da wirklich um was anderes geht. Und das Gefühl hatten wir da. Deswegen war das für uns natürlich was Schönes und Besonderes, irgendwie auch als jüngere Band, die es noch nicht so lange gibt, dabei zu sein. Und ja, das wird man auf jeden Fall so schnell nicht vergessen. Du bist in Köln-Porz geboren, also wenn man so will, eine echte kölsche Jung. Aber man sieht dir einen Migrationshintergrund an, deswegen bist du tatsächlich auch Opfer von Rassismus geworden und gerade jüngst. Ja, das ist richtig. Vor jetzt ungefähr vier, fünf Tagen hing ein Zettel an meiner Tür. Mit einer Drohung, sollte ich mich weiterhin antirassistisch äußern, würde man sich um mich kümmern. Und ich bin sehr froh, dass dann quasi zwei Tage später A-Schuh war, wo man sagen kann, okay, irgendwie muss man das ja äußern. Also man hat natürlich ein bisschen Angst, aber es geht ja irgendwie da nicht nur um mich, sondern es geht ja primär um die Leute, die vielleicht diesen Zettel nicht bekommen, aber die den Hass, der auf diesen Zetteln steht, eben abbekommen. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie wichtig, das spiegeln zu können und den Leuten irgendwie klarzumachen, dass das die Realität ist. Und da bin ich sehr froh, dass es dann bei A-Schuh so eine Solidarität auch der anderen Bands gab. Und das auch, wie ich fand, in einer erschreckenden Verbindung von altem Wortgut, wie zum Beispiel wurde Juris Verhalten als unkölsch bezeichnet und das kölsche Brauchtum in Dreck ziehend. Das sind so Parolen, die kenne ich aus anderer Lektüre. Und da merkt man, dass man wachsam bleiben muss, dass dieses Potenzial, das faschistoide Potenzial, dass das da ist, die Fremdenfeindlichkeit, das rotiert hier seit 1000 Jahren durch die Kanäle. Jetzt wisst ihr einmal mehr, warum ihr bei A-Schuh auf die Bühne gegangen seid. Die Solidaritätsaktion bezog sich darauf, dass sich alle Künstler hinter Juri gestellt haben. Genau. Mhm. Unser Finale praktisch vorweggenommen. Das war der Wermutstropfen, aber das habe ich einfach hingenommen als Programmchef. Das war mir dann egal. Absolut. Planche Malheur. Zum ersten Mal bei A-Schuh, bei 30 Jahre A-Schuh und keinen Millimeter, hören wir jetzt. Planche Malheur, keinen Millimeter, einer der Bands am Donnerstag in der Lanxess Arena, 30 Jahre A-Schuh. Und das Who is Who der Kölner Musikszene war dabei. Bands wie Brinks, Föß, Höhner, Bab und viele andere. Bab waren zugeschaltet, okay. Es gibt auch ein Album. Wachsam bleiben, 30 Jahre A-Schuh und da sind sie alle drauf und auch Planche Malheur mit der Extraversion von keinen Millimeter. Am 2. Dezember spielen sie in der Kölner Kulturkirche übrigens. Genau.
Domradio blickt zurück auf die Kundgebung 30 Jahre Aschu, wachsam bleiben vom Donnerstagabend. Und dabei sind Juri Rother von Planche Malheur und Mitorganisator und Künstler Arno Steffen. Frank Schätzing war auf der Bühne und hat ein Statement abgeliefert und sogar für einen Lacher gesorgt. Ja, ich kann es jetzt nicht wiedergeben, was er gesagt hat, aber Frank ist aufgetreten und hat einer der sogenannten Wortbeiträge gewesen. Und das hat er großartig gemeistert. Ich habe gedacht, das wird schwer, weil er war nach dieser iranischen Performance. Soli-Aktion mit den Frauen im Iran. Ja, so ganz. Da war er so ein bisschen im Windschatten, weil da so viele Leute gingen aus der persischen Community, die dann auch wieder verschwanden. Und ich dachte, oh, das wird schwer, aber er hat sich da durchgebissen und ich habe dann irgendwie so nicht ganz zugehört, aber ich habe auf einmal gehört, er hat die Leute hinter sich, es sind ein paar Lacher. Und da wusste ich, dass er das die Kurve gekriegt hat. Ach, gut. Der Frank ist auch ein guter Redner, der ist ein guter Moderator. Da habe ich nicht so riesen Angst gehabt. Worüber ich wirklich überrascht war, das war die fast frenetische Reaktion auf Ludwig Sebus. Oh ja. Der da mit 96 Jahren sagte, Leute, passt genau auf, ich kann es euch erklären, ich habe es erlebt, es fängt harmlos an und auf einmal steht er vor dem Chaos, die Demokratie ist weg, die Meinungsfreiheit ist weg, er steht nur vor Gewalt und das hat auch phonetischen Beifall bekommen. Also da habe ich gemerkt, es sind dann nicht nur die Worte, sondern auch die Menschen und das ist alles gut rübergekommen. Es war sehr bewegend, muss ich sagen. Mhm. Juri nickt auch. Pfarrer Franz Meurer war auch auf der Bühne. Der war auch auf der Bühne. Der ist auch gut, den kennt man ja. Ja, die Sympathie also, auch auf seiner Seite. Ja, also wenn sage ich jetzt mal, wenn alle katholischen Pfarrer so wären wie der Meurer, dann wären die Kirchen noch nicht so leer. Darf ich das im Domradio sagen? Nein. Gut. 30 Jahre Aschu. Schön zu schneiden. Das sollte natürlich mehr sein als ein Konzert, sondern eine Kundgebung. Jetzt durften die Veranstalter diesmal aber nicht in der Stadt spielen und sprechen, sondern mussten in die Lanxess Arena gehen. Ist dadurch nicht die Möglichkeit verloren gegangen, Menschen zu erreichen, die eben immer noch nicht die Zängen auseinander bekommen? Ja, da liegt eine Gefahr drin. Da hast du sicherlich ein Stück weit recht mit der Frage. Wir sind ja eigentlich dahin getrieben worden in die Lanxess Arena, weil uns die Stadt Köln und die Polizei eigentlich auf keinem öffentlichen Platz haben wollte. Wir wollten auf den Klotwigplatz. Ja. Das ging nicht. Wir wollten, die Karnevalisten haben uns versucht zu helfen, mit dem Heumarkt, den Heumarkt uns zu geben. Das ging nicht. Und die Polizei hätte uns gerne und die Stadt hätte uns gerne auf der Werft gesehen, wo wir auch vorher schon ein paar Mal waren. Ja. Aber das hätten wir finanziell nicht stemmen können mit den Sicherheitsauflagen und Bühnenbau und wir hatten auch nicht die wirklich die potenten Sponsoren dafür. Ja. Und da ist uns freundlicherweise die Köln Arena entgegengekommen, hat gesagt, ihr macht's doch bei uns, wir machen zum Selbstkostenpreis, aber es entstehen immer noch Kosten, ist ja egal. Wir haben dann Tickets verkauft für 5 Euro das Stück und wir konnten das finanzieren. Und das war eigentlich, fand ich mal, eine andere Situation. Die Arbeit, die wir machen müssen mit Aschu, rauszugehen, mit den Leuten reden, in die Hotspots zu gehen, das hat Jürgen Becker jetzt auch nochmal vorgeschlagen, da mal was zu machen, eine Aktion, wo er auch mitmacht. Und dann gehen wir also wieder in die Stadtteile und diskutieren mit den Leuten, mit Musik natürlich. Aber das ist so ein praktisches Konzept von Aschu. Mhm. Also wenn es dazu kommt, dann erfahren Sie es hier in der Sendung. Was wird bleiben von 30 Jahre Aschu? Schauen Sie sich an, meine Gäste, und überlegen kurz. Arno ist der Chef hier. Ja, gut, aber ich habe die ganze Zeit jetzt geredet. Also was übrig bleiben wird von Aschu, ist jetzt erstmal so ein bisschen der mediale Aufschwung, der da gemacht wurde. Ein bisschen so. Was übrig bleibt, die Gefahr bleibt, es hat sich eigentlich nichts verändert seit 30 Jahren. Also wachsam bleiben bedeutet weiterhin die Wirklichkeit. Man muss aufpassen. Man sieht es ja an Juri oder an anderen. Es gibt ja andere. Der Alltagsrassismus, der ist überall. Und man muss weiter gucken.
Ich glaube auch, dass die Lanxess Arena auch, also dass es da stattgefunden hat, auch eine Chance war, quasi die nächste Generation zu erreichen, weil ich wünsche dem Arno noch mindestens 100 gute Jahre, aber irgendwann wird es ja eine weitere Generation geben müssen, die solche Sachen vorantreibt. Und ich hatte schon das Gefühl, und vielleicht liegt das daran, dass ich auch ein bisschen in einer anderen Bubble bin durch mein Alter und durch mein Umfeld, aber dass es schon angefangen hat, eben auch Menschen in meinem Alter oder noch jünger zu erreichen. Und meine Hoffnung wäre jetzt, dass von 30 Jahre Arschuh bleibt, dass da auch junge Leute zugehört haben und gesagt haben, yep, da will ich dabei sein, da will ich was für tun. Und hoffentlich zahlt sich das dann in den nächsten Jahren für eine wirklich bunte und friedliche Zukunft aus und dass man nicht nur die ganze Zeit davon singt und redet, sondern sich Mühe gibt, das auch wirklich dann zu leben. Und die Band Planche Malheur ist ganz bestimmt eine von denen, die es weiterträgt. Wir tun unser Bestes, ja. Das Album ist erschienen als Download, als Doppel-CD und als Triple-Schallplatte. 30 Jahre Arschuh. Arno Steffen, Organisator und Künstler, und Juri Rother von Planche Malheur. Danke. Tschö. Tschüss. Wir sind sie zusammen mit Elke Schlimbach. Jedem Ding Hand. Arno Steffen, Elke Schlimbach, Juri Rother.